Marvelous AQL. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Half-Minute Hero 2 The Second Coming. Wir haben Level 34, wir haben 1185 Goldstücke, die wir in nichts investieren können, weil es nichts zu kaufen gibt hier. Was wir allerdings machen können, ist zur Spitze des Turmes zurückzukehren. Hier vielleicht noch ein paar Monster schnetzeln, wo wir gerade hier sind. Und uns dem letzten der Drachen entgegenstellen. So, zack. Gehen wir mal nach oben. Zack, zack. 20 Sekunden werden ja wohl reichen. Was ist denn hier los? Sind wir eigentlich schon stärker als Evil? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir kloppen hier einfach mal die Viecher weg. Und vor allem die Steine. Durch wird mal geheilt und die Zeit zurückgedreht natürlich. Ach Mensch, Viechers. Viechers geht weg. Ah ja, jetzt haben wir ein bisschen lockerer hier. Die Steine respawnen ja nicht, ne? Die kann ich ja jetzt alle wegkloppen. Und dann können wir uns hier in Ruhe umsehen. Denn irgendwo geht es ja dann hier wahrscheinlich auch weiter. Rock Killer. So. Ach komm, wir drehen mal die Zeit zurück. Es ist gerade so lustig. Zack, zack, zack. Nehmen wir einfach mal hier einfach irgendeinen Teleporter. Ah! Okay. Hier können wir uns nochmal heilen. So, der hier nebenan. Gut, dann nehmen wir die hier noch ablaufen. Red Bandana. Da muss ich jetzt unbedingt mal gucken. Boah, das ist immer doof, dass ich meine Ausrüstung nicht ändern kann, während wir auf Missionen sind. Aber 182 Angriff, 186 Verteidigung, das ist doch schon mal richtig gut. So, wo ging es jetzt lang? Hier drüben. Hier lang. Level 50, das wird ja wohl reichen. Ich mach dich fertig, du... Du Sack, du. Du hast es also endlich hierher geschafft. Ich bin nicht gekommen, um durch dich besiegt zu werden. Ich bin gekommen, um dein Leben zu nehmen. Und hat aber keine Chance. Was war das denn? Hat er gerade unsere Gefährten weggeschnetzelt? Kann es sein? Wir, selbst mit der Macht des physischen Drachen, wurden durch einen Menschen besiegt. Ja, durch einen Menschen, der ziemlich lächerlich aussieht mit dem ganzen Scheiß, den er damit sich rumschleppt. Ein einfacher Mensch hat das Siegel gebrochen. Du. Das Blut des Menschen jederzeit. Warum hier? Ist dies das Ende? Wir werden das Schicksal dieser Welt vom Fluss von Zeit und Leben aus betrachten. Wir geben dir unseren letzten Fluch. Was auch immer du bist, du musst unseren Platz einnehmen und unsere Pflicht erfüllen. Was? Was tut ihr mir an? Jetzt bin ich aber gespannt. Ich wette, wir haben Noir entfesselt. Es ist verbunden. Du bist endlich gekommen. Diesmal werde ich... Ich werde dir niemals vergeben, verräterischer Mensch! Meine Flammen sollen die Welt zu Asche verbrennen! Oh oh. Es ist dir endlich klar geworden. Die dunkle Welt... Es ist endlich geschehen. Die dunkle Welt war so beengend, aber von diesem Tage an... wird der Himmel meine Domäne sein.
Und ich werde die Menschen in Körper und Seele kontrollieren. Dumme Menschen. Ich werde euch alles nehmen, was euch wichtig ist. 4 ultimative Könige. Die Party hat gerade erst begonnen. Lasst es nicht zu schnell zu Ende gehen. Nicht einmal 100 oder 200 Jahre sind genug, um die langen Jahre der Erniedrigung wieder gut zu machen, die wir erleiden mussten. Ich muss wirklich sagen, gut gemacht. Du hast deine Mission erfüllt, Rio. Kannst du sie hören? Die Stimmen der dunklen Lords. Jeder von ihnen ist dankbar für deine Bemühungen, Rio. Es war es wert, dieses unbequeme Soldatenoutfit anzuziehen und dir bei der Erfüllung deiner Mission zu helfen. Ich vermute, dies ist das erste Mal, dass du mich in dieser Form triffst. Ich bin der Sensenmann Lamde. Haben wir den nicht im letzten Teil getötet? Reaper Lord Lamde? Der hieß doch Lamde, oder? Auf jeden Fall war es der Sensenmann. Nett, dich zu treffen. Bist du wütend, weil du getäuscht wurdest? Bitte missverstehe mich nicht. Getäuscht zu werden, ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Du wurdest von deiner eigenen Königin verraten und selbst von deinem eigenen Schicksal. Ich muss es nicht erwähnen, aber es ist deine eigene Schuld, dass du betrogen wurdest. Ich denke nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Lebe wohl. Es hat mir Spaß gemacht. Ich erinnere mich. Die 8 Elemente. Stimmt. Ich wusste doch, dass ich irgendetwas über diese Typen vergessen hatte. Ein Held, mit dem ich vor langer Zeit einen Vertrag geschlossen habe, hat diese Biester benutzt, um die dunkle Welt zu versiegeln. Das war vor Hunderten von Jahren, also habe ich es komplett vergessen. Dank diesem Siegel. Dank diesem Siegel. Vielleicht meint sie auch eine Robbe, aber ich denke mal, sie meint das Siegel. Wurden die bösen Lords dieser Welt lediglich Überbleibsel dessen, was sie einmal gewesen sind? Was sollen wir bloß tun? Wenn wir sie alle besiegen, wird das Loch in die dunkle Welt sich öffnen. Moment. Wir haben sie bereits alle besiegt. Deswegen ist das Loch in die dunkle Welt offen. Rio, halte durch. Ist in Ordnung, Rio. Komm mir nicht so nahe. Was ist das? Eine Dunkelheit von tief in meinem Inneren. Oh oh. Und da schreit er. Ah! Rio, reiß dich zusammen. Du kannst mich hier nicht alleine lassen. Quest beendet? Oh oh, und gleich in die nächste Quest. Schwarze Flügel. Das. Was ist das? Mein Flügel. Mein Flügel brennt! Was habe ich getan? Was ist das für eine Energie, die mich durchfließt? Mein Körper. Es fühlt sich an, als würde er in Fetzen gerissen. Könnte das die Zerstörungsmagie sein? Bin ich derjenige, der sie spricht? Es ist egal, ich kann es nicht aufhalten. Wenn es so weitergeht, werde ich die Welt vernichten. Göttin! 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 Ich habe dich endlich gefunden, Rio. Geht's dir gut? Du musst mir wirklich helfen. Du musst wirklich meine Hilfe brauchen, wenn du mich in Zeiten wie diesen rufst. Tu etwas. Irgendetwas. Ich spreche gerade die Zerstörungsmagie. Was meinst du damit? Diese Energie, das ist nicht der Zeitfluss. Was bist du? Ich verstehe. Dies ist die Zerstörungsmagie, die die dunklen Lords vernichten soll. Es ist eine Art Sicherheit. Für die Zeit, wenn die 8 Elemente besiegt und das Siegel gebrochen ist. Eine große Menge an Energie,
bekannt als Zeitfluss, fließt in denjenigen, der die Elemente zerstört. Und wenn das seine Grenzen erreicht, wird es mehr als genug sein, die dunklen Lords der dunklen Welt zu zerstören. Du musst es nicht erklären. Halt das einfach auf! Ich kann nicht. Zu diesem Zeitpunkt kann nicht mal ich noch etwas dagegen tun. Dein Tod ist unsere einzige Chance. Also, mal schauen. Geh und bekämpfe diese Monster dort drüben. Wenn du es schaffst, besiegt zu werden, wird der Zauber nicht stattfinden. Aber wir sind so ein hohes Level, die werden uns niemals aufhalten können. Wupp, 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 wupp. Keine Chance. Was war das denn? Du bist zu stark, Rio. Es muss die Macht des Zeitstroms sein. Ja, aber hätte er nicht einfach nicht sich nicht wehren können und dann wäre alles gut gewesen? 780 Hitpoints, also selbst wenn wir jetzt einen ganz niedrigen Level gehabt hätten, wären wir hier trotzdem stark genug, um die Viecher zu erledigen. Ja klar, ist ja auch ein Story-Event. Es ist nutzlos. Diese Schwächlinge haben keine Chance. Jo, halt durch. Wir müssen viel stärkere Gegner finden. Ja, aber wo? Ich kann nicht mal mehr sprinten und dadurch Schaden kriegen. Ein Drache. Ist das nicht der Drache? Was tut er hier? Es ist egal. Ich bin nur froh, dass er gekommen ist. Selbst Rio kann es vielleicht nicht mit ihm aufnehmen. Wupp, doch kann er. Unmöglich. Selbst ein Drache, der so stark aussah, konnte nichts ausrichten. Hä? Rio. Ich fühle eine starke Macht aus der nördlichen Höhle. Aber es ist kein Monster. Was könnte es sein? Ich habe das Gefühl, dass ich dieser Macht schon einmal begegnet bin. Egal. Alles Mächtige wird es... alles Mächtige ist ausreichend. Wir können keine Zeit verlieren. Tu, was du tun musst. Lass uns aufbrechen. Beeil dich. Ich will hier in die Ruinen noch gucken. Irgendetwas leuchtet. Hey, hast du diesen Lichtblitz gesehen? Ein Juwel? Gold? Lass es uns überprüfen. Jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür. Ich weiß das, aber... Engel-Tagebuch? Och Mann, kein Geld. Ich habe das Angel Diary erhalten, ich habe aber keine Ahnung, was das bedeutet. Auf jeden Fall gab es ein Achievement dafür und wir müssen zur Höhle in Norden. Was ist das für ein Kristall? Ist das der Held? Der am Ende von Half-Minute Hero in den Zeitstrom eingegangen ist, um zu einer Zeit erweckt zu werden, da die Welt ihn wieder braucht? Erwecken wir jetzt quasi uns selber? Oder was erwartet uns hier? Da sind Menschen im Inneren. Rio, das sieht gut aus. Göttin, hab Glauben, bitte. Halt mich auf. Wer ist das denn? Ich flehe dich an, die Welt. Hm? Rette die Welt und töte mich. Wer ist das? Rio, deine Flügel. Ist in Ordnung. Was ist mit der Zerstörungsmagie? Die Zerstörungsmagie ist gebrochen. Der Fluch beschränkte sich auf deine Flügel. Also nur mein Flügel. Du hast das sofort durchschaut. Beeindruckend. Hä? Die Zerstörungsmagie wurde vielleicht aufgehalten. Aber diese Energie... Ich verliere die Kontrolle. Rio, bist du in Ordnung? Bevor sie mich überwältigt. Geht weg von mir! Warte, warte! Geht einfach! Ich verstehe, Rio. Stirb nicht! Oh oh. Spiel gespeichert. Überschlagen sich ja gerade die Ereignisse. Was? Was ist das? Ist das eine Erinnerung der Zeit? Hä? Ich verstehe. Hier ist die Wahrheit. Ich wurde betrogen.
und getäuscht. Ich werde das nicht vergeben. Dieses Schicksal. Rache. Gegen diese Welt. Rache. Oh oh. Oh, und damit haben wir wohl das erste Kapitel von Half-Minute Hero 2 abgeschlossen. Die acht Elemente sind besiegt, das Siegel ist gebrochen, die Finsternis ist in die Welt zurückgekehrt. Ich habe mit Noir gerechnet, stattdessen ist der Sensenmann aufgetaucht, den wir ja auch schon aus dem ersten Teil kennen. Obwohl ich mir die Folge nochmal ansehen müsste, um zu gucken, ob der damals auch Lamde hieß, aber ich glaube es fast. Und irgendwas stimmt nicht mit unserem Rio. Eine Dunkelheit tief aus seinem Herzen. Er will sich an der Welt rächen. Ich denke zumindest mal, dass das die Worte von Rio waren. Und was ich auch denke, ist, da hier gerade so ein schöner Abspann läuft, auch auf die Gefahr hin, dass diese Folge dann etwas kürzer ist, werde ich an dieser Stelle dann einen Schnitt machen und die Folge beenden. Das ist nämlich so ein schöner Abschluss jetzt hier. Das heißt, nächste Woche geht's dann weiter mit dem nächsten Kapitel. Ich bin schon tierisch gespannt. Ich lasse den Abspann hier noch durchlaufen. Vielleicht kommt danach ja auch noch was. Ich bin der Rio. Ich klinke mich schon mal aus. Wir hören voneinander in der nächsten Folge von Half-Minute Hero 2. The Second Coming. Bis dahin. Ciao.